Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Und warum bin ich denn schon wieder Terraner? Ist das die Strafe dafür, dass ich hier jetzt in die Master League platziert wurde, dass ich jetzt immer Terraner bekommen muss? Das ist doch traurig. Unser Gegner ist auch random Spieler. Mal gucken, was das für eine schöne Situation herbeiführt. So. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, 2 gegen 2 Folgen können leider immer noch nicht kommen, denn Zarok hat immer noch nicht seinen Computer zurück. Ich werde aber wieder versuchen, 2 Folgen täglich jetzt zu bringen, also eine Folge 1 gegen 1 und morgens eine Folge StarCraft Replicant oder Anno 1503. Ab Montag will ich das wieder versuchen, morgen werde ich das wahrscheinlich noch nicht ganz schaffen. Aber jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit, das ist noch nicht so ganz klar. Durch die Corona-Krise ist ja die Hochschule zugemacht worden. Bis zum 19. April, also über einen Monat. Aber wir sollen irgendwie trotzdem online irgendwelche Veranstaltungsgeschichten haben. Genau wie das abläuft, ist noch nicht ganz klar. Deshalb kann ich da auch noch nicht sagen, ob ich jetzt wirklich viel mehr Zeit habe als vorher. Och nö. Also für einfach haben wir schon die Nachricht bekommen, dass das Ganze per E-Mail-Coaching laufen wird. Hätte ich nicht gedacht, dass es sowas gibt, aber gut, kann man ja so machen. So, da musste ich gerade nochmal niesen. Ich bitte das zu entschuldigen, wobei ihr habt es ja nicht mal gehört. Denn sowas, na, ich schneide es nicht mal raus und ich mute mein Mikrofon, damit ich es eben nicht rausschneiden muss. Das ist nämlich wesentlich einfacher für mich. Also unser Gegner ist auch Terraner. Was spielt man denn im TVT eigentlich? Zweites Gas auf jeden Fall. TVT auch noch, mein Gott. Da meint es aber Blizzard echt nicht so gut mit mir, würde ich mal behaupten. Ja, eigentlich mag ich es lieber, einen zweiten Reaper im TVT zu spielen. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Wir halten unseren einen Reaper hinten. So, wir gehen trotzdem auf den Lowground. So, und Factory. TVT. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schlimme daran, dass ich jetzt hier halt nicht vernünftig scoute, ist, dass ich nichts von meinem Gegner weiß. Das müsste man nicht jetzt ändern. Vielleicht müssten die ersten Marines da sein. Wäre ärgerlich, wenn jetzt unser Gegner auf ziemlich frühe oder auf Mars Reaper oder irgendwie, was weiß ich, setzen würde. Dann hätten wir ein leichtes Problem. Er ist Protoss. Ja, TVT, habe ich ja gesagt. Okay, entschuldigt bitte die Verpeiltheit. Ich schiebe es darauf, dass Samstag ist. Oh. Sehr interessant. Stargate mit einem Voidray. Wir brauchen einen Cyclone. Cyclone! Wenn wir einen Cyclone haben, können wir, glaube ich, sogar auf das Dings pushen. Hier auch eben Turret, falls er doch auf den Oracle eben setzt. Ich nicht für so allzu unwahrscheinlich halte. Da kommt er wieder. Tötet den! Repaired! Dieser fucking Repair, der nicht durchgekommen ist.
abgeschlossen. Nein, flieg doch. Wenn der Repair durchgekommen wäre. Jetzt habe ich Stim. Wow. Wenn dieser Repair doch durchgekommen wäre. Aber er ist nicht durchgekommen. Cyclone, komm doch. Jetzt bin ich Supply Block. Ich brauche einen Cyclone. GG. Hätte ich mal mich nicht auf den TVT vorbereitet, sondern ein bisschen Beachtung geschenkt, dann wäre es, glaube ich, nicht so schwer gewesen. Aber gut. Ich hoffe, dass ich jetzt mal endlich nicht Terraner bekomme. Dann bin ich zufrieden. Schon wieder ein random Spieler. Sehr interessant. Sehr viele random Spieler heute unterwegs. Okay, es ist erst die zweite Partie, die ich heute mache. Ja, wir sind endlich mal nicht Terraner. So, wo geht's denn hier überhaupt raus? Die Map kenne ich überhaupt gar nicht bisher. Unser Gegner ist random, das heißt, wir müssten einmal gucken, was wir da machen. Das ist ärgerlich mit der letzten Partie. Das wäre haltbar gewesen, wenn ich meinen Bunker früher repariert hätte. Und ich hätte wahrscheinlich... Naja, es ist einfach doof gelaufen, weil ich auf einen Terraner als Gegner gesetzt habe. Und es war kein Terraner. Ja, jetzt ist unser Gegner allerdings Terraner. Das heißt, wir bauen jetzt nicht den Wall in. Chance ist relativ hoch, dass da die der Echsenblock kommt vom Gegner. Wir nehmen mal das zweite Gas, einfach weil wir es können. Beziehungsweise damit unser Gegner nicht blockt. So. Rein. So. Wir will jetzt unsere Echse blocken. Höchst vermutlich. Wir bauen mal den Zealot. Wir werden ihn gleich canceln, wenn wir merken, dass er doch hier nicht uns blockt. Das sieht danach aus. Da kommt die relativ frühe Echse. Kein zweites Gas. Ich werde hier leider wahrscheinlich nicht mehr wegkommen. So. Ja, Pilots kommen gleich. Ist auch nicht ideal gewesen, aber das lag daran, dass das WWF hier mich etwas irritiert hat. Es findet sich immer eine Ausrede. So, wo kommt denn hier der Reaper hoch? Das sieht nicht so aus, als könnte der Reaper da hoch. Ehrlich zu sein. Hier könnte er hoch. Wenn er denn einen spielt, wissen wir ja gar nicht. Da ist er. So. Ein Chronoboost hier draufsetzen. Einmal, das geht hier hin. So. Ich weiß nicht, ob man hier auch noch irgendwo. Nee, sieht nicht so aus, als würde man da hochkommen. Nicht nach der besten Reaper-Map aus, würde ich behaupten. Chronoboost auf Blink. Noch ein Gate.
Und dann bräuchten wir gleich eine Robo und wir bräuchten einmal hier, wobei wir ja die Echse gesehen haben, trotzdem nehmen wir uns mal mindestens eine Shield Battery hier hin. So, eben die Robo. Acker weiterbauen. Chrono ist weiter hier drauf. Stärken wir hier unsere Armee hier. Ihr seid eins, auch wenn da einer ein bisschen davon absteht. Das ist 2. Immer noch eine Factory, das kurz guckt. Weiß ja nie bei so random Spielern, ne? Ganz böse Leute. So. Und dann würde ich gerne hier aufstocken, dass wir hier gleich den Widowmine Drop abwehren können, denn es gab keinen. Doch, es gab den Reaper. Ja. Man weiß es nicht. Ob er kommt. In jedem Fall steht unsere Robo. Blink ist jede Sekunde durch. Das ist eigentlich ein Zeitpunkt, an dem wir uns mal da vorne bewegen müssten. Warum bist du noch mit auf 1? So, der Reaper hat uns gesehen. Sehr interessant. Gateways. Mann! Was ist euer Begehr? Wie ihr befehlt. Er hat ihn nicht getötet. Wann kommen denn endlich die neuen Gateways? Danke. Früher die Gates gehabt hätte, so eine Scheiße. Schieß doch da drauf!
Hier kommt seine Dritte. Müssen wir natürlich einmal hier ein bisschen unterbinden. Wo ist das War Prism? Was ist euer Begehr? Hallo, warum ihr nicht? Warum ihr nicht? Nun gut. Weiter. Lasst unsere Feinde. Was macht ihr hier? Boah. Ach, scheiß Vieh. Ich bin es. Mein Leben für Ayur. Er hat nicht gewarpt. So eine Scheiße. Nein! Was macht ihr denn hier? Das sind so die beschissensten Positions für eine Fortress, die man sich so vorstellen kann. Ich weiß nicht, wo er seinen Marine hin zurückgezogen hat. So wenig Gates, definitiv. Ob das jetzt so sinnvoll ist, hier Gates zu platzieren, weiß ich nicht, aber ich habe keine Ahnung, wo ich sonst irgendwie was platzieren soll. Wenn wir nicht drauf warten können. Meine Aufgabe erleuchtet mich. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. Kommt doch an, ihr Scheißviecher! Mein Gott! Sie wollten einfach auch nicht kommen. Mein Gott, warum stormen die Viecher nie? Upgrade durchgeführt.
Flieg doch, du Scheißvieh! Mein Gott! Es ist doch nicht wahr, dass meine Einheiten nie das machen, was man ihnen befehlt. Wie kann denn der da jetzt noch als Sieger rausgehen? Nur weil... Ja, und klapp dich dann da aus. Alles klar. Schlimm ist, dass er seine Echse noch gehalten hat. Geh weg! Nein, nicht nur ihr zwei! Ihr alle! Kommt doch an! Mein Leben für Ajur! Mein Leben für Ajur! Verschauen! Mein Leben für Ajur! Auch wieder High Templar. Erklärt euch. Spreaden. Nicht zu viele Worker. Aber zu wenig Income, weil unsere Bases massivst übersaturiert sind. Ich bin Kassar de Templari. Mineralienfeld erschöpft. Literal ist, glaube ich, leer. Komm, klapp! Warum kann ich nicht überhaupt? Ja, okay. So, immerhin haben wir jetzt mal 2-2. Nein, einer davon, nicht alle vier. Was hat denn der für Upgrades? Er hat natürlich schon 3-3, weil er nicht so kacke ist wie ich.
sind die Gefährten. Der Kampfesruhm wird unser sein. Ulas Adari. Die sind schon komplett gestorben. Wir brauchen 3-3. Mein Leben für Ajur. Wir stehen vereint. Wir stellen uns der Dunkelheit. Entun, Orekai Atum. Unser erleuchtet mich. Ulak Natal. In Einigkeit. Wo ist er denn hin? Hier oben. Meine Aufgabe. So die. Nein, schieß doch! Nicht in die Planetary rennen. Nicht in die Planetary rennen, was sage ich denn die ganze Zeit? Mein Gott. Also manchmal habe ich das Gefühl... Meine Aufgabe. Mein Leben für Ajur. Das ist sowieso eine Frechheit, dass der Gegner noch nicht tot ist. Hi Templar, kommt doch jetzt mal! Was würde ich nur dafür geben, wenn Planetaries aus diesem Spiel rausgepatcht wurden, ne? Storms, ja, aber nicht viele. Nein, nur ihr! Mein Gott! Ich hab so viel Gas hier gerade. Geistorms. Na endlich! Mein Gott! Was ein Scheißspiel, ganz ehrlich. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Meiner Main Race war schon peinlich. Terraner, echt. An alle Terraner, die hier zugucken, schämt euch. Und damit würde ich sagen, war es für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Das ist natürlich nicht so ernst. Hier oben rechts könnt ihr euch vorher klicken und rechts Respekt von mir und auf einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.